Willkommen bei der Crew Beta. Ich habe gerade vorher nachgeschaut mit dem Performance-Teil-Händler, ja. Muss ich irgendwie Level 30 sein, ist also richtig scheiße, deswegen mache ich jetzt weiter mit der Story. Den Geländewagen-Tuner kriege ich auch erst ab Level 10. Den werde ich wahrscheinlich noch erreichen, da hoffe ich, dass ich da noch hinkomme. Deswegen mache ich jetzt hauptsächlich noch diese Mission da für diesen komischen Typen. Genau. Der da Frankie ist auch im Chat. Hallo. Den von Borlands, genau. Ich bin einfach nur so dabei und laber vielleicht ein bisschen was dazu. Ja, genau, also er spielt nicht so Crew, er ist halt einfach mit. Genau. Ich sehe auch gar nicht, was Michi da macht, also raus. Aber ich bin einfach dabei. Genau. So ein bisschen mehr Gesprächsbedarf dann, als dass ich irgendwie 50 Minuten alleine laber wie in der Tour. Oh. Vergiss nicht. Gewinn das Rennen, damit wir diese Idioten ruinieren. Gut, also ich weiß ein. Ficken. Nur dumm, wenn irgendwie ein Cutscene kommt, dann ja. Weiß ich nicht, ob ich labern darf. Ja, kann da was. Ah, okay. Okay, fahr grad einen Skyline. Das ist ein Geländeschlitten. Was ist das? Lass dich vom Namen nicht täuschen. Ein Skyline. Passt immer. Ja, leuchtet ein. Nicht ein Skyline ist. Besser als nee, ich kenn mich nicht so mit Autos. Also halt er immer nach Abkürzung ausschauen. Nissan. Oh. Ja, doch, klar, Nissan Skyline, stimmt, ja. So, Alter, hier sind sogar, bin ich gerade in so einem Hafen, da bewegen sich sogar die Kräne und diese Kisten und sowas, muss ich gerade ausweichen. Ich muss das Rennen gewinnen, dass ich die irgendwie ruinieren kann, diese Typen. Haben nur noch ein paar Checkpoints, bin noch Dritter und verkacke gerade! Also, ich verstehe nicht, warum ich, dass ich jedes Rennen verkacke. Das ist irgendwie so ein Standard gerade hier. Also, ich kann immer noch gewinnen, aber ich bin... zurzeit irgendwie. Oh, und da fahre ich die Rampe. Und habt ihr das gesehen? Wie schwul sah das gerade aus? Ich habe eine halbe Barrel Roll gemacht und war dann wieder auf der anderen Hälfte dann vom Auto. Also, das sah ziemlich strange aus. Barrel Rolls bei Burnout waren immer richtig cool. Ja, die Barrel Rolls. Und ich hoffe auch, dass endlich mal wieder ein neues Burnout kommt. Also, die Kisten werden wirklich vor den Fahrbahn gelegt und hätte noch. Hey, komm schon! Letzter Checkpoint! Letzter Checkpoint. Und ich. Ja, ich habe den Typen geholt. Sieht! Bleib vorne! Scheiße, jetzt habe ich gar keine Cockpit-Ansicht gemacht, ist jetzt aber halb so wild. Voll ramponiert wir. 5-10! Einspritzanlage gewonnen. Für mein Camaro. Ausstatten. Also, ich habe jetzt sagen eine Stufe 2 von diesem Einspritzanlagen-Ding gekriegt. Jetzt ist er halt einfach besser. Wie in einem Rollenspiel, wo sich der Charakter auflevelt, zum Beispiel im Schwertkampf, habe ich halt da diese Einspritzding gekriegt, ein Level up. So, Cutscene. Sieh mal einer an. Du machst dir hier auf den Straßen einen Namen, Junge. Das nutzt auch meinem Namen. Ja, das nutzt dem Namen. Jetzt zurück auf die Straße, es gibt Arbeit. So. Kommen wir gleich zur nächsten Aufgabe, zum nächsten Rennen. Was bringen diese scheiß Stationen hier? Okay, Transportkarte. Mal schauen, ob ich dann irgendwo hinfahren kann, wo ich will. Okay. Das ist natürlich cool. Ich mach das jetzt einfach mal. Okay, also ich habe jetzt zahlen müssen für den Transport. Konnte jetzt einfach nach Las Vegas von Detroit, ohne zu fahren. Und ich kann jetzt an jedem x-beliebigen Ort, ich fahre jetzt da einfach mal. Man kann sich doch porten, oder? Ja, aber normal erst, wenn du die Straße entdeckt hast. Also. Für irgendwie $700 oder was das auch sein soll, Bucks, konnte ich jetzt nach Las Vegas einfach. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Wusste jetzt nicht, dass man da zahlen muss, habe ich mir denken können. Geld halt. Okay, das sieht sehr geil aus hier in Las Vegas. Alter, ist das geil. Boah, ich bin gespannt, wie es nachts aussieht. Also ich komme auf jeden Fall hier nachts nochmal entlang dann bei einer Folge. Was auch cool ist, hier sind überall Leute Fangs. Die kannst auch sozusagen zusammenfahren, die drückt halt dann seitlich weg. Was ist das hier? Queers. Kennst du mitten ins Club, da sind jemand so weggesprungen. Ja, genau. Alter, sind diese fetten Wolkenkratzer hier und Hotels, Casinos. Bist du in Las Vegas? Ja, genau. Also ich konnte da mit dem Zug dahin fahren jetzt. Beziehungsweise da gibt's Airport.
kannst du da echt, und das ist ja auch irgendwie in echt die Pyramide, die es da gibt, diesen Eiffelturm. Da ist ein fetter Typ irgendwie, so ein Zirkus ist hier, dann ist diese fette Antenne da, oder ich weiß nicht, ob das auch ein Casino ist. Lucky's oder sowas, ich schau nicht mehr nach. Und dieses Palace. Genau, den suche ich jetzt gerade noch. Ich weiß nicht, vielleicht heißt er auch einfach anders wegen rechtlichen Gründen. Ja, okay. Komet heißt es, das fette Casino. Das hoffe ich schon. Also es gibt auf jeden Fall, da werde ich jetzt auch noch hinfahren nochmal. Roswell oder so heißt die, dieses Alien-Dorf, wo dann... Roswell, ja. Genau, wo das UFO abgestürzt sein sollte. Da gibt's da auch irgendwelche Alien-Läden. Da werde ich nochmal hinschauen, habe ich mal in so einem Video gesehen. Auf jeden Fall könnt ihr auch Polizeiverfolgung in Franks, also die können dich verfolgen, die ganz auch so Sterne sammeln. Oh. Alter, ist das cool gemacht. Ich fahre jetzt auch mal in die Moal-Wüste rein. Nördliche Vororte. Las Vegas. Alter, einfach nur fett Wüste. Ich schau mal kurz hier, ich weiß nicht, ob es Roseworth hier ist, weiß ich jetzt irgendwie nicht. Lake Mead. Dieser See. Ah, Salt Flats. Da gehe ich jetzt mal hin. Das ist dieser fette Salzsee, einfach, wo einfach nur Salz ist. Das einzige und allein nur Salz. So, Los Angeles ist hier, L.A. Seattle, das ist ja ewig klein, was ist das für ein Ding? San Francisco, Golden Gate Bridge werde ich auch mal fahren. Salt Lake City, gibt's auch. Skisprung, da ist so ein fetter Sprung, habe ich auch in einem Video gesehen, da ist so eine fette Rampe. Kannst du so weit springen wie möglich. Okay. So, ich bin Stufe 16, wenn das stimmt. Ja, die Stufe wird eh wieder weg sein, wenn du es richtig gespielt hast. Ja, ja, ist er weg, ja. Street 16 heißt sie vielleicht. Ich weiß noch nicht genau, was sie so heißt. So, Level kannst du da auch. Ja, genau. Ich fahre jetzt hier 8, 9 Kilometer, baue jetzt irgendwie dahin zu diesem Salzsee. Ja. Schreibt mir auch unten rein, wenn ihr lieber so wollt, dass ich da einfach mich hinporte und dann rumfahre, statt irgendwie so eine ewig lange Tour dahin zu machen. Oder ob ihr das auch mögt. Auf jeden Fall die eine Tour, die dürfte jetzt schon oben sein dann, wenn es wieder da ist. Bist du in Cockpit-Version gefahren? Teils. Also ich bin meistens von oben gefahren. Na gut, dann ist gut. Dass man mehr sehen kann. Cockpit bin ich dann mal so ein paar, 3-4 Kilometer gefahren. Okay. Aber hab denen auch gesagt, dass die dann mehr sehen kann dadurch. Ist dann ein bisschen besser. Cockpit fähig oder so, also just for fun. Aber eh, das ist ein riesiger Berg. Ich glaube. Weißt du, du kannst dir nicht vorstellen, wie fett diese Map ist. Sie ist so riesig. Kannst du auch so einfach auf diese Berge fahren, wie bei Test Drive? Ja, man kann überall hinfahren. Ich versuche dann auch mal dahin zu fahren. Hier ist so ein fetter Berg, wo ist denn das? Keine Ahnung, das ist der Great Basin, steht hier. Ja, der Berg ist ewig weit weg eigentlich, wenn man es so nimmt. Mountain States. Ja, ich fahre jetzt einfach in diesen Salzsee da rein. Video kann auch länger werden, so als 15 Minuten ist ja egal bei dem Spiel. Hauptsache, ihr seht dann das, was ich hier irgendwie mache. Ich werde auf jeden Fall den Wagen nochmal tunen, werde mir noch einen neuen kaufen, sobald es mir möglich ist. Bin auch auf Gelände tunen, weil diese Performance-Dinger, die schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ist die Zeit zu knapp. Ist jetzt schon Samstagabend, wo ich das jetzt mache. Geht ja noch Sonntag. Genau. Okay, also das sieht hier. Ich bin jetzt Fort Flex. Ja, hier, aber es ist einfach nur eine fette freie Fläche, wo Salz am Boden ist. Oh. Und da ist ein fetter Zeppelin. Oh. Also es erinnert gerade an das Spiel Fuel. Da konntest du auch in so eine fetten Salt Flats rumfahren. Hast auch so eine fette Wegen. Ich fahre einfach nur auf dem Salzzeug rum. Wo bist du jetzt gerade? Salt Flats. Nördlich von Las Vegas. Das ist dieser, wie gesagt, dieser fette Salzsee, so ein ausgetrockneter Salzsee. Auch schon alles Wüste da. Ja, das ist hier keine Wüste, das ist einfach nur Salz. Drumrum ist Wüste, ja. Alles im Rückspiegel, fahre ohne Unterbrechung 1, irgendwas Kilometer, ohne was zu machen.
Ich finde es auch gut, dass sie in KMH ist. Wow! Okay, jetzt sind wir durch die Saltflats, jetzt sind wir hier immer noch wieder in der Luft hier. Zurück in die Spur. Okay, Great Basin. Ja, war schon ein gutes Stück. Das ist ein anderes Wort für Art. Art. Das ist eine Art von, das ist ein... Ja, genau. Rat. Okay, warte mal, was ist denn das für ein Tuner? Rallye-Tuner, auch 30 bräuchte. Was, Autohändler? Na, gesperrt, Frechheit. So, ich war jetzt hier, ich mache jetzt hier noch ein paar Missionen, dass ich nochmal ein bisschen aufsteigen kann. Straßentuner, das ist der hier. Versteck. Autohändler Detroit. So, mache ich mir hier mal so ein Ding hin. Wegpunkt. Und lass mich hier hinterbringen. Blitzreise, jetzt hier Blitzreise, komm. Okay, das bringe ich noch rein, das Rennen. Ja, Mann, das wird. Was hast du genommen? Form. Form, ja. Oder eine Norm, kannst du sagen. Hast du Norm, meinst du ja, oder? Statt Form. Nee, eher Form. Yo, hab einen Job für dich. Irgend so ein Penner mit einer fetten Karte spielt sich in meinem Revier auf. Zieh ihm die Ohren lang. Location ist auf der Karte. Okay. Also das Rennen bringe ich hier noch in die Folge rein. Ich will jetzt mal den Rallye-Tuner, also nee, nicht Rallye, Offroad-Tuner haben. Immer noch mit Nissan. Bringen. Hä? Immer noch mit Nissan unterwegs. Nee, ich bin mit dem Camaro. Alter, das ist geil. Da musstest du eine Rampe fahren und da waren so Linien 3, da kriegst du ein Gold, Silber, Bronze und sowas. Mhm. Bin ich gesprungen, habe jetzt keine Ahnung, was ich bekommen habe, wieder irgendein Teil bekommen. Ja. Shit. Das ist aber geil, es ist halt einfach so random Sachen, die irgendwo sind. Dann. Und es ist auch so, dass man jede Schraube tunen kann. Ja, sozusagen, also jetzt nicht jede Schraube, aber größte Teile so vom Motor, so Federn, Turbo, dieses ganze Zeug halt. Boom. Und das ist halt geil, dass halt die Welten, also dass halt diese Gegenden sich sehr unterscheiden immer. Okay, einzeln. Ich mach mal schnell Koop, mal schauen, ob hier irgendwelche Typen in der Sitzung sind. Es sind keine Spieler in der Sitzung. Also ich hatte mal welche, jetzt irgendwie nicht mehr. Okay, bist du mal bei... Ja, 13 Minuten, das Rennen dauert jetzt eh nicht so lang, wenn ich jetzt nicht sofort verkacke. Warte, der Schaden deines Ziels wird über dem Fahrzeug angezeigt. Ramme es mit voller Wucht, um es auszuschalten. Das ist jetzt geil, ich glaube, jetzt muss ich so Fahrzeuge wegholzen. Ich hab dir einen Rallye-Schlitten für den Job dagelassen. Ah. Steig ein. Siehst du ihn schon? Jetzt habe ich einen Rallye-Wagen bekommen. Ja, ich sehe ihn. Gut, dann mach ihn fertig. Das ist ein Ruf. Ein Ruf als Rallye-Wagen sieht ja krass aus. Jetzt muss ich einen Ford hinterherfahren. Alter, wie das aussieht, das Ding. Warum die Eile? Die Cops natürlich. Bei dieser Art von Job sollte man nicht zu lange rumgammeln. Verstehst du? Alter, von innen ist auch ziemlich nice. Fahr mal hier von außen. Häng nicht zurück. Pack den Kerl am Arsch. Will ich ja. Lass ihn bloß nicht entkommen! Schalt den Rallye. Hast du schon mal Rallye gefahren? Länger nicht. Keine Angst, schleuder ihn rum, schüttel ihn durch, peitsche ihn, das Baby kann's ab. Ich bin hier so am Rand hier so. Die sind so kleine Dünen hier. Richtig geil. Mittlerer Westen, große Seen. Also die Steuerung in der Luft ist ziemlich mies. Das Auto dreht nur so kurz und kann sich, glaube ich, gar nicht mehr überschlagen. Ja, in echt kannst du ja auch dein Auto nicht in der Luft steuern. Ja, aber es überschlägt sich nicht. Das heißt, wenn ich mich überschlagen würde, würde es wieder richtig hingestellt werden. Hm. Nein, ich bin ins Wasser rein! Aber jetzt bin ich viel schneller unterwegs. Fahre ich hinter dem Typen her. Jetzt ramme ich ihn. Komm schon! Ah! Weißt du, gerade dann erwische ich ihn. Da tun Typen Drachen steigen lassen. Und auf einmal fliegt ein Flugzeug über mich. Das ist richtig cool gemacht. Komm schon, ich will den jetzt endlich mal eine mitgeben. Ey, glaubt ihr es? Um Haaresbreite kriege ich diesen Scheiß nicht. Kann doch nicht sein, ich habe nur 1,5 Minuten den Bastard hier zu kriegen. Komm, da muss doch noch was gehen.
Alter, wie oft soll ich in den Rammen eigentlich, dass der überhaupt Schaden nimmt? Nicht der Papa Nitro und vergesse es immer einzusetzen! Das ist asozial. Das ist echt assi, diesen Bastard hier zu rammen. Und überall Bäume hier, wo er durchfährt. Und auf einmal dreht's ihn! Meine Chance, wenn... Oh, auf einmal fährt er weiter. Das ist meine Chance. Warum verkacke ich jedes Rennen? Jeden Auftrag irgendwie. Das ist einfach schlecht. Fick dich, Mann. Ja, wie kann es sein, dass dieser Spaß genau ausweichen kann immer? Und ich habe immer Nitro vergessen, jetzt setze ich es wenigstens öfter ein. Die kommenden Sekunden entfernt, erledige ihn! Schnell! Ja, ich will ihn erledigen, wenn ich ihn erwischen könnte. Oh, ficken! Jetzt an rein! Und ich... Oh, das darf sicher weh! Wisst ihr, ich schaffe es, ihn jetzt gerade zu troschieren. Jetzt habe ich nur noch 10 Sekunden. Jetzt habe ich es geschafft und ihn... dass er steht und ich habe verkackt. Ich glaub's echt, ich hab verkackt. Ich mache es gleich nochmal. Schneide den Rest jetzt raus. Nur wenn ich ihn ausschalte, lasse ich jetzt drinnen. Seid ihr gewöhnt. Jawohl! Da habe ich ihn ganz schön weggeholzt. Jetzt komm schon. Geschafft. Oh, boah, das war jetzt krass. Wo ist der Penner? Ich muss ihn nur noch einmal irgendwie erwischen. Ich bin jetzt voll seitlich rein. Komm schon, das muss jetzt sein. Oh, also das ist mein dritter Anlauf. Ich habe den Typen jetzt perfekt getroffen. Das hätte es doch sein müssen. Hätte das nicht gereicht. Komm schon. Nein. Komm schon, ich will diesen Baum ausweichen. Und ich fahre genau rein. Weißt du, kannst du nicht so schwer steuern an manchen Stellen. Und der bleibt jetzt bestimmt wieder da hängen. Deswegen bleibe ich genau hinter diesem Panel jetzt. Vor. Nein! Oh, gut. Kannst du nicht überholen und vor ihm bremsen? Ist sehr, sehr schwer, weil der fährt Kurven und so weiter. Der fährt quer durch die Pampa, sozusagen. Ja, okay. Und ich muss versuchen, irgendwie so ein Stück abzuschneiden und seitlich reinzufahren. Die Uhr tickt, Mann! Komm, da ist meine Chance! Meine Chance ist da! Jawohl! Ist das ein Scherz? Ist das euer dreckiger Scherz? Wieso hat der nur 1% Schaden genommen? Klar, ich habe ihn in den Schlag getroffen. Komm schon. Eine Lebensanzeige oder was? Ja, genau. Jetzt habe ich ihn. Jawohl. Endlich. Ich kann es nicht glauben, ich habe ihn. Nice. Jetzt hat der Spaß aber irgendwie gebremst. Jetzt fliegt er durch die Gegend. Er hat's verdient. Ich habe ihn geschlachtet. Er hat's wirklich verdient. So. Mission erfüllt. Das wollte ich hören. Stufe 3 auf Stufe 4. Meine Autos wurden eine Stufe besser. Ich hoffe, ich schaffe noch Stufe 10, dass ich Offroad-Wagen machen kann. Ich hoffe es. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. So, das war es mit der Folge. Es geht dann gleich weiter. Ich mach gleich noch eine Folge. Versuche die dann auch relativ zeitnah wieder reinzustellen. So, hier und dann das Zwischensequenz. Die lasse ich jetzt noch. Erledigt. Erledigt. Ja. Er hat die Botschaft kapiert. Nett. Wir sehen uns. Jawohl. Außerdem, ciao. Okay. Ja.